Herzlich willkommen zu einem kleinen Produktionsvideo bzw. Produktvorstellung für die Digitalisierung einer LGB GE443. Diese Lok hat eine Besonderheit, das ist ein älteres Modell, beziehungsweise eigentlich ist das so ein Modell, wie es die immer gab, bis zur Übernahme von Märklin. Wir haben hier den Anschluss für den Decoder zum Stecken. Gedacht ist das für zwei Drive-L-Decoder, die kann man halt draufstecken. Würde ich nicht machen, sondern einen Drive XL reinbauen. Hier ist das S66-Soundmodul, das klebt hier oben drin. Wir haben hier unten den großen Lautsprecher reingeklebt. Unten ein paar Löcher gebohrt für den Schallaustritt, das ist perfekt. Und dann brauchen wir unser Schnittstellenkabel. Das finden Sie auch direkt im Shop. Und schließen das gemäß der Beschreibung vom Schnittstellenkabel an den Drive XL an. Die Pinne hier habe ich rumgebogen und zusammen verlötet. Und dann ist es außen ist der Motor und innen drinnen die beiden sind Gleis. Wichtig ist dann noch, dass wir diese ganzen Schalter auf Off stellen. Die sind per Auslieferung so. Die müssen wir alle einmal hier runter machen. Das ist ganz wichtig. Ja. Und dann haben wir die Lok digitalisiert. Was wir machen müssen, ist CV49 auf den Wert 31 zu setzen. Denn dann wird hier an A8 die Impulskette ausgegeben, wie das früher bei LGB üblich war. Das ist eigentlich der Funktionsausgang F1, den müssen wir hier aber an A8 anschließen und können dort die Impulskette ausgeben. Damit können wir nämlich dann, indem wir an einer normalen Digitalzentrale auf die 2 drücken, wandelt der Decoder den digitalen Wert 2 in 2 Impulse zu der Steuerplatine und wir können dann die Pantographen heben und senken motorisch. Man kann die Funktionstaste nicht ändern, die sind fest auf 2 und 3. Deswegen empfehle ich dann den Sound auch auf die 2 und 3 zu legen für das An- und Abbügeln. Da gibt es zwei unterschiedliche Sounds und dann ist das vorbildgerecht. Worauf ich hier noch einmal einkommen möchte, ist dieser Schalter. In echt wissen wir ja, hat die RAB eigentlich die Möglichkeit 3 plus 1 oder 3 plus 2. Also das heißt vorne 3 weiße, hinten 2 rote oder vorne 3 weiße, hinten eine weiße. Ja, aktuell haben wir die 2.1 Beleuchtung. Das heißt, wir haben hinten ein weißes, vorne 3 weiße. Wenn wir die Fahrtrichtung ändern, haben wir das genauso. Und wir haben jetzt die Einstellung der Dip-Schalter. So. Also 1 und 2 ist an, die anderen sind aus. Wir können das auch so machen, 50-50. Da sehe ich keinen Unterschied, also das ist dann identisch. Wir haben halt ein rotes und zwei weiße. Wenn wir jetzt statt der weißen Beleuchtung die rote haben möchten, dann machen wir hier die ersten 4 aus und die anderen 4 an. Ja, das heißt, so rum ist quasi rotes Rücklicht und so rum ist weißes Rücklicht. So. Haben wir hier weiß natürlich und hier rot und wenn wir umgekehrt haben, haben wir jetzt rot. Ja, das heißt, dieser Dip-Schalter im Inneren sorgt dafür, ob wir eine 2 plus 1, eine 3 plus 1 oder eine 3 plus 2 Beleuchtung haben. Man kann jetzt natürlich hergehen, alle ausschalten. Und dann die ersten 4 verbinden an einen Funktionsausgang legen und die anderen 4 verbinden und an einen Funktionsausgang legen. Damit wäre es dann möglich. Hier haben wir einmal die Sounds, der ist auch mit Jubiläumsjodler. Hier haben wir das Auf- und Abbügeln. Ups, das Auf- und Abbügeln. Das habe ich jetzt auf die Funktionstaste 2, ist die 24 und auf die Funktionstaste 3 habe ich den Sound 25 gelegt. Immer wenn man das Strom, also immer wenn man die Lok mit Strom versorgt, ist das Erste, was passiert, die Stromabnehmer fahren hoch. Das kann man auch leider nicht ändern.
Wenn ich jetzt die Taste 2 drücke, dann sendet er zwei Impulse und das fährt runter. Bei der 3 genauso. Das ist zeitversetzt, weil ein Impuls dauert eine Sekunde. Das ist leider diese alte LGB-Technik mit der Pulskette. Das kann man auch nicht verhindern. Man müsste sonst alles rausschmeißen und neu verdrahten. Man könnte unsere Panto-Antriebe zum Beispiel benutzen dafür. Aber das ist ja eingebaut. Deswegen würde ich das auch weiterverwenden. Ich mache mal den Sound an. Jetzt haben wir noch einmal, wenn ich das wieder ausschalte, fährt er wieder hoch.